Wir möchten einfach zeigen, dass Judentum immer noch lebendig ist, dass es nicht was Gewesenes ist. Wir möchten natürlich das Gewesene immer noch im Hinterkopf behalten und möchten natürlich immer noch daran erinnern, was hier passiert ist. Und zum anderen ist das natürlich hier auch eine kulturelle Stätte, die vom Verein getragen wird, sodass neben unserem Vereinsziel als Gedenkstätte, als Ausstellungsraum, als interaktiver Raum auch zum Beispiel private Feiern stattfinden können. Also dass es ein Ort ist, der lebendig ist und der auch genutzt wird von der Bevölkerung, dass es wirklich ein Bestandteil ist und mittendrin ist. Also ganz wichtig war, dass hier die Leute vor Ort tatkräftig mitgeholfen haben, und zwar in einer ehrenamtlichen Art und Weise. Es wurde die Mikwe ausgehoben, wieder renoviert, der Gebetraum wurde hergestellt, es wurde das ganze Gebäude gemacht und ganz wesentlich von den Leuten hier aus Wenkheim. Wir möchten einfach wirklich einen Austausch der Kulturen, der Religionen fördern, dass einfach Menschen ins Gespräch kommen, in Kontakt kommen und da auch einfach die Berührungsängste verlieren, weil man hat eigentlich meistens vor dem Angst, was man nicht kennt.